Hi, mein Name ist Begum Shahin und zusammen mit Anna Weismann habe ich im Projekt Nummer 68 Do Yourself Desinfektionsmittel teilgenommen. Ich bin Judith aus dem Team Gutes Homeoffice. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht, wie Leute, die normalerweise nicht im Homeoffice arbeiten, mit so einer Situation umgehen können. Hi, ich bin Jochen und ich bin einer von vielen Leuten, die in der Website unserkobo.de sehr viel Mühe reinstecken. Mein Name ist Jennifer Klause und ich stelle euch heute unser Projekt Gesellschaftsspiele vor. Hi, ich bin Alicia und ich bin Teil des Projekts Öffentlicher Raum. Mein Name ist Tom Hammermüller und ich habe mich gemeinsam mit Julius Ebert mit der Challenge Türgriffe auseinandergesetzt. Ja, hallo, mein Name ist Elisabeth Westhäuser und ich bin Mentorin der Gruppe 17 Schulaufgabenhilfe. Mein Name ist Tobias Müller. Ich bin Gruppensprecher im Projekt 14. Anna und ich haben erstmal recherchiert, was für Rezepturen es gibt. Und dabei haben wir uns für zwei verschiedene entschieden. Diese haben wir selber ausgetestet und dann auch schriftlich festgehalten. Dazu haben wir noch eine Anleitung geschrieben, wie man Desinfektionsmittel richtig anwendet. Zum einen haben wir schon konkrete Lösungsvorschläge, die wir jetzt verfolgen wollen, zum Beispiel breitere Geh- und Radfahrwege. Zum anderen haben wir die Kampagne Raumspenden gestartet. Diese soll das Problem visuell verdeutlichen und die Menschen sensibilisieren. Geschlossene Geschäfte, Mitarbeiter im Homeoffice oder Kurzarbeit sind nur einige Erscheinungen in dieser Situation. Wir haben uns daher mit der Frage beschäftigt, wie eine effektive und effiziente Führung von Mitarbeitern erfolgen kann. Das Ergebnis ist eine Toolbox, die Führungskräfte in ihrer Funktion unterstützen soll. Das Problem ist, dass vor allem bei kleineren Geschäften die Leute gar nicht mitbekommen, dass sie trotzdem noch offen haben. Deshalb haben wir eine Plattform gegründet, unserkobo.de. Dort können Läden sich relativ einfach, kostenfrei und schnell registrieren und werden nach einer kurzen Überprüfung freigeschaltet und wieder sichtbar für die Kunden. Gerne würden wir unter dem Hashtag Kuba contra Corona und dem Hashtag Improve Your Home Office witzige Sketchnotes und Bilder veröffentlichen, welche einen Alltag im Homeoffice zeigen. Auch regelmäßige Desinfektionen können aufgrund der Vielzahl der täglichen Berührungen eine begrenzte Wirkung haben. Nachhaltiger ist deshalb eine grundsätzliche Vermeidung des Handkontakts durch Arm- oder Fußbetätigung. Dazu existieren bereits mehrere kurzfristige Lösungsansätze aus dem 3D-Drucker, wie eine Art Hebel, der am Türgriff befestigt wird und eine Armbetätigung ermöglicht. Auch gibt es bereits Haken, die am Schlüsselbund mitgeführt werden und die Betätigung der Türgriffe oder Klinken ermöglichen, ohne direkten Hautkontakt. Wie kann man online kostengünstig Gesellschaftsspiele in der aktuellen Zeit durchführen? Dafür haben wir ein Produkt entwickelt, unsere Online-Spielebox. Diese enthält verschiedene Spiele einer klassischen Spielesammlung, aber auch erweiterte Karten- und Strategiespiele, welche an Hersteller wie Mattel oder Hasbro geknüpft sind. Viele haben durch Homeoffice oder fehlende Lehrveranstaltungen Schwierigkeiten, sich eine Routine aufzubauen und schaffen es zum Teil nicht aus dem Bett zu kommen. Deshalb haben wir eine Idee für eine App entwickelt, in welcher man eine eigene Routine und To-Do-Listen erstellen kann. Eltern sind sich im Moment der Herausforderung gegenüber, dass sie sowohl Homeschooling und Homeoffice häufig auch parallel stemmen und meistern müssen. Daher wollen wir bei Experten mal nachfragen, welche Tipps und Tricks es gibt, dass Homeschooling besser gelingen kann, dass man als Eltern ruhiger bleibt. Die andere Herausforderung bezieht sich auf die Schüler der Mittel- und Oberstufe, die auch Nachhilfe brauchen. Diese wollen wir eben zusammenbringen mit Studenten, zum Beispiel der Hochschule Coburg, aber auch gerne anderen, die dieses Semester etwas mehr Zeit haben und Lust haben, eben über digitale Medien Nachhilfe zu geben. Und das nach Möglichkeit kostenlos. Wir haben versucht, in unserem Projekt ein sogenanntes virtuelles Financial Health Café zu organisieren. Es ging darum, Finanz- und Versicherungsfragen von Studierenden aufgrund der Corona-Krise zu beantworten. Geplant sind Beratungskonzepte mit studentischen Tutorinnen und Tutoren für andere Studierende. Vielleicht wird es in Zukunft auch möglich sein, sich tatsächlich live bei einem Kaffee oder Tee zu treffen.